Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf dem Community Server zusammen mit Marci, Bauer Willi, LS Freak, Jan und Tim. Und Kuhn. Einmal kurz auf die Liste gucken hier. Hallo. Hallo und auch bei mir im Video, hallo. Und wie man hier schon rechts im Bild sieht, wir haben eine Neuanschaffung. Den schönsten, beziehungsweise für mich zumindest der schönste Deutz im Spiel. Der TTV, der ganz große, der auch 60 fährt. Wir haben nämlich ein Rapsangebot gehabt, konnten uns damals, also heute Morgen, dann aus den Schulden befreien, die wir jetzt auf 120.000, glaube ich, hatten. Waren dann aber so ungefähr plus minus null, nachdem wir den Schlepper im Angebot gekauft haben. Eigentlich haben wir den auch nur gekauft, weil der im Angebot war. Ich glaube 20-25% Rabatt. Und jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal einen dicken Schlepper, mit dem man jede Menge tolle Sachen machen könnte. Und dafür haben wir jetzt aber wieder 40.000 minus durch das Gespule. Aber deshalb ernten wir ja gerade. Das ist ja, sollte auch mal vorangehen. Das Laggen hier beim Laufen liegt übrigens daran, dass LS beim Laufen im Multiplayer immer laggt. Und aber sonst, ja. Server-Performance sollte eigentlich passen. Ja. Wir haben jetzt eine Woche, ne? Also heute, genau heute Abend vor einer Woche ging es los. Sogar ungefähr um dieselbe Uhrzeit, wie wir jetzt aufnehmen. Ja, ne? Das ist krass. Und wenn man sich überlegt, was jetzt eigentlich schon geschafft wurde, wir haben die zwei großen Drescher, wir haben den großen Akkuliner. Es ging richtig was vorwärts, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, was ich mal machen soll. Vielleicht schnappe ich mir mal einen MB-Truck und grubber schon mal oder so. Ich bin schon am grubbern. Okay, dann sehe ich. Sämaschinen sollen ja wie unsere neue Anschaffung danach werden, wenn wir mal wieder aus den Schulden raus sind. Wir sind halt so ein Lohnunternehmen, das zieht sich mal immer gerne in die Schulden. Ja, wir haben immer mal so 300.000, 400.000 offen. Aber das Spulen ist nun mal auch wichtig, weil ich sag mal, wir müssen sonst vier oder weiß ich wie viele Tage, das waren ganz schön viele, ne? Die man ja warten muss, bis das hier alles gewachsen ist. Ja, und dann kriegst du ja trotzdem, trotz des Warten, das Geld abgezogen. Das ist ja im Endeffekt egal. Also ist eigentlich relativ egal, ja. Sollen wir mal Sonnenblumen machen? Denn noch langweilen? Haben wir eigentlich schon gehabt, aber können wir gerne machen. Die habe ich hier noch. Kann man die mit dem Conspeed eigentlich abernten oder braucht man dafür ein eigenes? Das müsste mit dem Conspeed gehen. Ja, geht mit dem Conspeed. Gut, dann komme ich mal rüber zu euch. Übrigens, für alle Zuschauer, ich arbeite im Moment an einer eigenen Map. Ich bin mal ganz gespannt, ob das überhaupt irgendwie mal zur Serienreife vorgeht. Aber ja, ich bin gespannt. Gudenhausen. So ungefähr, ja. Ich habe auch noch keinen guten Namen. Das wäre... Also ich möchte die Map ein bisschen... Ja genau, schreibt mal in die Kommentare. Ich sag mal so, die grundlegende Idee hinter der Map ist, soll so von mir kommen, aber was es so an kleinen Sachen gibt, da kann dann durchaus mal die Community entscheiden, was wir denn so machen sollen. Oh. Ein kleiner Stau. Und vielleicht mache ich dann mal Livestreams, wo wir halt dann vor der Map sitzen, wo man mich dann im Map-Editor spielen sieht und dann könnte man dann zum Beispiel so Sachen... verabreden wie, ja, okay, hier könnte man jetzt das und das hinbauen, aber so grundlegend soll es erstmal was Hügeligeres werden, aber die Felder, wo die Felder dann nicht ganz so hügelig sind, aber halt Entschuldigung. Aber halt schon die Berge drauf sind, weil irgendwie finde ich es immer ein bisschen langweilig, wenn es in Flachland so flach ist. Dann haben die Trecker ja nichts zu tun, ist doch mal flach, können die alle fahren. Ja. Wenn man so einen Berg rauf traddern muss mit so einem tonnenschweren Anhänger, ist schon geil. Ja, oder irgendwie so Serpentinen auf irgendeine Erhöhung irgendwo, das ist schon, das macht schon Spaß, finde ich. Ja. Aber da bin ich wirklich gespannt. Ich habe nur so eine ganz kleine Ecke, so eine 100x100 Meter Ecke von der Karte mal so ein bisschen angetestet und ich habe auf jeden Fall da auch noch ganz viele Fragen. Ich kenne da ein paar Leute, die sich auskennen, die ich dann noch ausfragen muss, wie man was denn macht. Gerade wenn es um Gebäude und Trigger geht, so dass du da auch wirklich eine Abladestelle hast. Und sowas. Oh, ich habe einen kurzen Lag.
Ich bei auch. Mir auch gerade. Wahrscheinlich Speicher. Ja, das wird wohl Autospeicher gewesen sein um 20 Uhr. Könnte passen. Ah, ich bin gespannt, wie die Sonnenblumen dann so wirken, weil ich habe die echt noch nicht gesehen, als ihr die letzten Mal angebaut habt. Die waren noch schnell wieder weg. Ja, da waren bestimmt alle ganz scharf auf Ernten. Haben wir eigentlich zwei Conspeed-Dinger? Nee, ich glaube nur eins. Bauer Willi könnte. Entschuldigung, könntest du auch mal. Könntest du die rundum leuchten und das Rohr einfahren? Weil, also rundum leuchten ausmachen und Rohr einfahren, weil das irritiert mich sonst immer ein bisschen. Dann kommt man sofort, als würdest du voll sein. Okay. Ja, auf dem Feld rundum leuchtet, glaube ich, auch nicht so ganz so nötig. Ich denke mal, hier muss keiner aufpassen. Aufpassen schon. Aber vielleicht nicht ganz so dringend. Ja, aber das irritiert mich. Aber der Deutsch ist schon geil, wenn der da so rumknattert. Ja, vor allem der, das ist richtig. Oh, aber nicht bei Lex. Oh. Hast du mal einen guten Schlenker reingeschlängelt? Jo. So. Als Abfahrer hat man immer den meisten Spaß. Ein paar Kurven fahren, ja. Ein bisschen die Gegenkurven hier. Ja, abfahren finde ich auf dieser Map auch genial. Wenn man mal wirklich lange Abfahrwege hat. Und man kann die auch gut variieren, wenn man Feldwege fährt. Finde ich. Ja. Boah, hier so mit so einem kleinen Deutz zwischen zwei Mähdreschern, das ist schon heftig. Der Deutz ist kleine nicht Deutz? Klein. Hey, mehr ja, geht nicht. Naja, gut. Zumindest im Deutz-Regal, obwohl der X720 ist, glaube ich, noch einen Tacken größer. Ja, vielleicht mit dem, ja gut, bei Deutsch ist das bestimmt das Größte, aber mit dem Fendt ja. Vielleicht noch ein bisschen größer. Also die 900er-Serie ist ja quasi komplett größer als der da. Oder? Gibt es was Kleineres als 930? Ich glaube, es 920 gab es, aber den haben sie, glaube ich, abgeschafft. Okay. Ja, ich kenne eigentlich nur den 936, 939, 930. Diesen mit dieser kantigen ja, Haube, den fand ich richtig cool. Also ich kenne ja noch diesen einen da, der den 700er ähnlich sieht, dem alten jetzt. 800? Dem neuen. Der frühere 800er? Ja, den alten. Oder? Den alten 800er, 700er. Das waren ja... Oh. Ups. Waren ja hier... bei. Ja, ich dann muss sagen, Fendt ist auch eine meiner Lieblingsmarken. Ja. Aber liegt auch hier daran, dass es von Fendt viele gute Mods gibt, einfach weil Fendt beliebt ist und deshalb die Modder gerne Fendt nachbauen. Hm. Ah, ein bisschen von deinem Gesäten mitgenommen. Sorry. Ist ja nicht schlimm. Mensch, sehen wir nochmal drüber. Das wird halt nochmal gesät. Ja, wir haben es ja. 42.000 minus for the win. Wird das Geld haben wir. Aber ich muss sagen, in einer Woche, glaube ich, werden wir nicht mal mehr mit 6 Meter Maschinen arbeiten. Hört sich eine Herausforderung an. Ich glaube, da ist schon der 12 Meter Grubber da. Ja, und wahrscheinlich auch schon die... Ich denke mal generell, wenn wir denn noch hier verbessere Maschinen haben, weil jetzt läuft es erst richtig. Im Prinzip könnte man sogar die Condor kaufen mit dem Deutz. Weil wenn du dich halt mit kleinen Maschinen voranarbeitest, dauert das halt länger, als wenn du dich jetzt schon mit so mittelgroßen Sachen hier voranarbeitest. Das ist, wobei ich hoffe, dass der Server immer noch genutzt wird, wenn wirklich mal viel Equip da ist und man solche Sachen machen kann, wie Feld 88 dreschen und spannend. So. Das wird geil, glaube ich, wenn das klappt. Aber dass man auch vielleicht halt so eine Aktion macht, ich sag mal, es bietet ja viel, so wie zum Beispiel jetzt nachher noch Rüben oder sowas, das kann man ja alles nachher machen. Können wir da die Europa Euromaus damit reinbringen? Ne? Ja, das wäre nicht die Rübenmaus, sondern die halt den Vollernter da. Und ich sag mal, da kann man dann hier so einiges. Ich fahre gerade aber echt dahin zurecht. Und ich sag mal, noch braucht man sich keine Sorgen machen, weil noch arbeiten wir mit Minus, also von daher. Ja. Und im Endeffekt. Ich denke mal, das wird sich auch noch eine kleine Zeit. Auf der Map andauern. Haben wir eigentlich, wenn wirklich die Lust der Leute da ist, haben wir richtig lange was von der Map. Spaß dran. Ja. Und ich sag mal, die Map ist auch relativ. Da ist auf jeden Fall was zu tun. So ist es nicht. Wir haben so viele Felder, die man theoretisch kaufen kann. Ja. Und auf der Map ist es, glaube ich, auch wirklich. Da finde ich es mal wirklich cool, alle Felder zu haben. Ja, das ist auch so ein kleines. Vor allem ist es auch eine Herausforderung. Ist das ein kleines Ziel?
Ja, das wäre schon genial. Weil dazu brauchst du halt mehr Maschinen und naja gut, dann müssen halt auch nachher alle mitmachen, ich sag mal. Ne? Ich sag mal, wir sind ja jetzt nicht mehr die volle Anzahl an Leuten hier. Aber ich denke mal, jetzt am Abend, am Samstagabend machen die meisten was anderes. Ja, ich denke mal, das ist, es wird, denke ich, noch rauf und runter gehen. Einige haben vielleicht auch später keinen Bock mehr, ja, wenn es nicht mehr darum geht, sich, sag ich mal, Maschinen zu erarbeiten. Und andere kommen dann ja vielleicht auch erst dazu. Ist ja nach wie vor jeder willkommen. Ja, einfach auf dem TS-Server melden und dann passt das. Genau. Ich finde es heute auch mal schön, dass wir mal mit anderer Formation aufnehmen. Letztens hatten wir immer so ungefähr dieselben Leute dabei. Ja. Na gut, jetzt kommt auch mal den Link von TeamSpeak, also von an sich TeamSpeak reinstellen, weil ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was TeamSpeak ist. Okay. Da kann man dann natürlich auch sehr schön irgendwie nach Tutorials auf YouTube suchen. Ja, das geht natürlich auch, aber ich denke mal, es wird kein Idioten, der ein TeamSpeak-Tutorial macht. Ah, doch, da gibt es Leute, das habe ich schon, ja, Leuten geschickt. Meine kleine Anleitung, wie man downloadet, aber ich sag mal, da ging es ja um TeamSpeak direkt, aber es gibt ja auch. Es gibt bestimmt keins, wie man sich TeamSpeak installiert. Ich sag mal, ich habe genau ja sogar ein 2-Minuten-Tutorial, wie lade ich mir Mods von Motos darunter. Das gibt's wiederum auch, ich sag mal. Ja, das gibt sogar 5000 Aufrufe oder so, also das war durchaus beliebt. Ja, ja. Ich sag mal, die meisten denken, das ist total unnötig, sowas reinzustellen. Und einige denken auch, Mods wären illegal. Weil man lädt die aber uploaded runter. Und runterladen könnte ja potenziell das immer gefährlich sein. Das sind halt die Leute, die von ihren Eltern halt zu doll belehrt wurden. Ja, das denke ich auch. Keine Sachen aus dem Internet. Genau. Mach mal nichts im Internet. Im Internet. Ja, das ist halt. Dann ist noch Neuland. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Aber ich sag mal, mein PC müsste auch schon so einige Viren drauf haben. Ich weiß es gar nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Ja, ich benutze jetzt seit 3 Jahren Norton und ich bin damit ziemlich zufrieden. Okay. Im Endeffekt, solange es ruhig im Hintergrund läuft, wirklich nicht nervt, kann es machen, was es ja, will. Ich habe Avira, also es geht eigentlich auch, ich sag mal, das meldet auch immer öfter mal irgendwelche Sachen, aber ich denke ja, das so nervt mich gerade. Der soll einfach nur arbeiten, ohne mich groß zu ärgern. Ich hatte auch mal Avira, war es glaube ich, wenn eine Bedrohung da ist, das dann soll das löschen. Was fragt er mich noch, ob ich das löschen möchte, dann soll er es doch tun, wenn es eine Bedrohung ist. Dann liegt sie runter mit dem Dreck. Ja, Viren müssen auch. Aber ich manchmal finde ich das auch schon von den Browsern gut, wenn man was downloaden möchte und die Browser schon gleich Alarm schlagen. Das ist auch immer gut. Guck mal, das macht Chrome zum Beispiel. Aber bei manchen Mods musst du auch, glaube ich, aufpassen. Ich glaube auch manche. Ja, früher gab es mal auf einer Mod-Hoster für den LSL war so ein Multicam-Mod und der sollte wohl wirklich gefährlich gewesen sein, den zu downloaden. Weil der sollte wohl wirklich irgendwie ein Trojaner oder sowas sollte der denn haben, wenn man den downloadet. Und da hat dann auch Uploaded to irgendwie Alarm geschlagen gehabt. Okay. Die diesen Mod wirklich downloaden, das könnten Schäden auf ihren PC verursachen oder irgendwie sowas. Ich schätze mal aber auch, dass Uploaded die Sachen, die hochgeladen werden, zumindest jetzt nach Viren prüfen werden. Ja, das denke ich auch. Und Mod-Hoster, sobald da irgendwie Klagen kommen gegen den Mod prüfen, lädt sich dann da bestimmt auch einer aus dem Admin-Team oder so den Mod runter und schaut sich den mal genauer an. Ja. So generell, ich bin mal richtig gespannt, wenn ich jetzt eine Map mache, ob ich die irgendwann mal auf Mod-Hoster anbieten werde. Aber das mache ich wirklich nur, wenn die was wird. Ja. Sag ich mal. Ich sag mal, das ist auch genauso wie jetzt zum Beispiel Zeit ging jetzt auch in letzter Zeit halt das mit der Talking Angel herum, dass er das auch so ein Stalker sein soll, so ein Kinderschänder oder sowas. So ein pädophiler Typ, der da halt in den Augen der Katze oder wie auch immer. Also es ist halt eine App, ne, fürs Handy. Und dass da halt ja auch so ein Stalker hinterstecken soll und sowas. Aber dann kam auch gleichzeitig auch die Frage, ich sag mal, wenn es wirklich so eine schreckliche App ist, warum kann man sie noch downloaden? Ja. Da muss doch sofort, wenn die das vom App Store da alle mitkriegen oder so, dann würden die das doch sofort untersuchen. Und daher stellte sich auch raus, dass es war nur eine Spam-Nachricht, die sich einfach rumsprechen sollte. Das hat sich aber nur jemandem einen dummen Scherz erlaubt. Und Ja, das ja, kann sogar, also für den, der den Scherz gemacht hat, Konsequenzen haben, von wegen Hochmord. Weil das ist schon ganz schön heftig. Ich sag mal, das war schon eine ganz schöne harte Anspielung. Mal so einer, dass da einer hinterstecken soll, der stalken soll und auch noch nachher jemanden umbringen soll, weil er herausfinden möchte, wo man wohnt. Aha. Ich sag mal, das ist schon ganz schön heftige Lüge. Auf jeden Fall. Das ist schon krass. Ja, aber Tim hat sich schon verabschiedet, sehe ich gerade. Was auch eine ganz schöne Lüge ist, ist diese Länge von dem Part. Genau, das ist die Lüge schlechthin. Wir sehen uns beim nächsten Mal morgen.
Ciao. Ciao. Tschüss.